Taekwondo-Tage hinter der Kulisse hat sich viel verändert. Vor über 20 Jahren, 2002, hat es das nicht gegeben. Da war es ein Durchgang bis auf die Straße dort oben. Und da ging es noch weit bis zur Querstraße. Ja. Und da hat es den Busch nicht gegeben, da hat es die schöne Holzmauer nicht gegeben. Da ging es noch eine Weile bis zur Querstraße. Also hat sich viel geändert. Ja. Und natürlich erzähle ich, was sich in 20 Jahren verändert hat und was damals war. Ja. Jetzt ist schon das und auch Gürtel dazwischen. Und damals war es halt noch Haupt, ging es noch bis noch so nicht Hauptstraße, aber so Seitenstraße, bis zur Querstraße dahinter. Ja. Hallo, euer Liefunk. Und damals war es da weiter rechts. Da war ein Neonazi-Club. Ja, jetzt ist was anderes, Gott sei Dank. Und da war einer von denen, der Benny Kaiser hat. Ja, kann ja den Vornamen sagen, Benny Häuser der Fiede. Der immer eigentlich, wo ich damals geschafft habe, der ist immer gekommen in das fernöstliche asiatische Restaurant. Und hat uns halt immer so ein bisschen getritzt und gemobbt ein wenig. So. Einmal ist er körperlich geworden, da haben wir ihn gewehrt und haben es ihm gezeigt. Natürlich hat er sich reichen wollen und ein Unglücksvogel läuft vorbei, kommt gerade der Benny raus. Der schreit, Jungs, komm mal raus, das ist jemand, den müssen wir aufmischen, ich habe von dem ja schon erzählt. Bis die einen registriert haben, da ist draußen jemand zum Verschlagen und bis die rausgekommen sind, ja, bin ich schon lange abgehauen. Und wenn du Angst hast, rennst du schneller, wie du denkst. Ja. Rennst du schneller, wie du denkst. Dann bin ich da hochgerannt. Ja. Also wie gesagt, der hat seine Jungs rausgeschrien und dann bin ich schon abgehauen. Und bis die registriert haben, da ist jemand, den wir aufmischen können und wir gehen jetzt raus. Dann bin ich gerannt, wenn du Angst hast, rennst du wie Blitz. Ja. Jetzt war es auch so. Ich habe verbal hab ich so ein arabischer Typ auch mal in dem Lokal mal vorgeführt in einer kleinen Pause. Und jetzt auch nicht besser gemacht, aber er hat es besser aufgefasst und er war Chef einer arabischen Gang. Und wie der Pech war, ich komme am Ende der Straße und die arabische Gang wartet auf mich und die wollte mich auch aufmischen. Ja. Die Neonazis wollten mich aufmischen, gerade wegen dem Vorfall, wegen meinem Immigrationshintergrund. Die anderen wollten mich aufmischen, die arabische Gang wollte mich aufmischen, auch wegen meinem Vorfall, wegen meinem deutschen Hintergrund. Also ich renne da wieder zurück. Ja. Und hab den gemischt, du wirst den Tag nicht überleben, du rennst ja jetzt der Neonazi-Gruppe entgegen, ja, die von der Richtung kommt. Und ich, wenn man Angst hat und ich hab Herzklopfen, kann ich hab den überlebt, das ist nicht, da rennt man schneller, wie man denkt. Ja. Also bin ich da war auch eine Straße, auch mit Magadam, die da so entlang gelaufen ist, und da bin ich zurückgelaufen. Und hab gedacht, hier ist eine Zweigstelle. Übrigens war da auch irgendwie ein anderes Gebäude und eine Mauer, das man gerade durchgucken kann. Ich bin von da gekommen und habe den, ich muss vor denen. Übrigens ging es auch noch die Mauer da vorne auch nicht, da ging es noch weiter rum. Ja, und da war halt dann auch die Neonazi-Knebe. Ja. Und das Haus war irgendwie. Ich bin mir jetzt ganz sicher, aber ging es noch ziemlich weit rum. Und da war die Neonazi-Kleibe. Ja. Da ist jetzt auch zum Glück was anderes drin. Und da habe ich gedacht, wow, du musst wenigstens bis daher kommen, wo die Neonazis da sind. Die waren noch 50 oder 100 Meter vom Ding weg und ich renne da drauf. Ja, und bleib da standen, weil die Araber und die Neonazis haben sich gegen sich angeschrien. Ja. Und ich drehe mich um, die schlagen sich, die Neonazis und die arabische Gang. Und ich bin weitergerannt, weil ich habe Angst gehabt. Ich habe nur zwei Arme und zwei Beine. Ich kämpfe doch nicht gegen zwei Gruppen. Es war heute erstmal aus eigener Haut zu retten und das habe ich in dem Fall gemacht. Ja, ich habe welche im Geschäft gespottet, aber hätte die alle gegen zwei Banden gekämpft. Eher nicht. Ja, und wie schon gesagt, da ging es noch ganz weiter rum. Das Haus war irgendwo anders. Ja. Und gleich da, ganz weit dahinter rechts, war halt der Neonazi-Club. Da ist jetzt was anderes drin, Gott sei Dank. Und da habe ich auch echt Glück gehabt. Da war ja die Zwischenmauer gar nicht da. Ja. Ist erst viel später aufgebaut worden. Da habe ich Glück gehabt, dass ich da überlebend rausgekommen bin. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt.
Und ich habe denen gezeigt, ich denke, da Tiger hinter der Kulisse, das muss ich halt nochmal genau erklären vor Ort. Natürlich ändert sich die Landschaft dann nach äußerst 20 Jahren. Ist auch in Ordnung, ja, so dass es sei. Und ich wünsche euch was. Übrigens, das ist ein Haus, das ich bewundere. Das ist richtig schön gemacht. Und ich wünsche euch was. Zeit sehen.